Sandra Blättsch-Waderer, bin Heilpraktikerin und Osteopathin und betreibe seit über 20 Jahren eine Praxis in Abstadt bei Heilbronn und in Wasserburg am schönen Bodensee. In der Praxis hilft mir die Frau Kaiser, sie ist im Empfang und hilft mir in allen Praxistätigkeiten. Ich biete folgende Behandlungsmethoden an, das ist vor allem die Osteopathie nach FOI, Akupunktur, Blutegeltherapie, aber auch Ernährungsheilkunde, Mikronährstoffversorgung und die PRP-Methode. Mein Spezialgebiet ist die FOI, das ist die funktionelle Autonomie und Integration. Das ist eine schmerzfreie Therapieform, wo nicht nur symptomatisch behandelt wird, sondern auch nach der Ursache geforscht wird. Es werden Folgeursachenketten behandelt. Ich bin seit mehreren Jahren Kompetenzzentrum, habe daher alle Ausbildungen bei der FOI gemacht und auch die Prüfung abgelegt. In der FOI-Methode wird nur mit Oszillation, mit kleiner Schwingung gearbeitet, nicht mit chiropraktischen Techniken. Es wird nicht nur symptomatisch behandelt, sondern es wird nach der Ursache geforscht. Denn oftmals ist es so, dass nicht der Schmerz die eigentliche Ursache ist, sondern zum Beispiel Narbenstörfelder sind oder alte Traumen. Bei der FOI-Behandlung werden vor allem Wirbelsäulen und Gelenkserkrankungen behandelt, aber es werden auch gleichzeitig die inneren Organe und auch das Nervensystem behandelt. Sehr gute Erfahrungen habe ich mit der FOI, wenn man sie mit der Akupunktur kombiniert und dann zusätzlich auch zum Beispiel noch die Blutegeltherapie einsetzt oder nach Bedarf auch die PRP-Methode. Das Besondere an der FOI-Methode in Kombination mit der Akupunktur ist, dass die Gesamtheit des Körpers behandelt wird, der ganze Mensch. Ich wende die PRP-Methode im orthopädischen Bereich vor allem bei Kniearthrose, Hüftarthrose, Achillessehnenentzündung, Menisken oder Kniebänderproblematik an. Plättchenreiches Plasma. Es wird Blut entnommen und zentrifugiert und dabei die Thrombozyten, die wertvollen, gewonnen. Die regen die Kollagenproduktion wieder an. Die PHP-Methode wende ich im ästhetischen Bereich vor allem bei Fältchen, bei Narbengewebe, dunklen Flecken, aber auch bei Haarausfall an. Bei Haarausfall ist es manchmal erstaunlich, wie es da wieder zu Haarwachstum kommt, die Narben flacher werden, blasser werden und Fältchen verschwinden. Ich bin zur Sandra Blättsch-Waderer in die Behandlung gekommen wegen meiner akuten Rückenbeschwerden und ich habe schon sehr viele Therapiemethoden ausprobiert, sei es Massagen oder orthopädische Behandlungen, und nichts hat mir längerfristig geholfen. Frau Blättsch-Waderer kombiniert die Osteopathie und die Akupunktur mit noch einigen anderen Behandlungsmethoden und das hat sich auch ausgezahlt. Also nach 3 Behandlungen war ich beschwerdefrei und bin es noch. Die Frau Blättsch-Waderer sieht den Mensch ja immer als Ganzes und auch war bei mir die Ernährung ein ganz großer Aspekt, weil ich auch Gewicht verlieren wollte. Und auch da hat sie mir sehr, sehr geholfen und ich kann jetzt mit Stolz sagen, 30 Kilo leichter zu sein.